Willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen MSV Duisburg. Wir erwarten 23.500 Zuschauer, rund 600 Gästefans, Schiedsrichter Arne Arnig, bekannt aus so Spielen wie Auswärtssieg in Heidenheim und Heimsieg gegen Aue. Die Bilanz gegen Duisburg, 44 Spiele, 15 Siege, 18 Niederlagen. Zumindest das Torverhältnis haben wir im Hinspiel mal auf unsere Seite ziehen können. War ein schöner Tag. Ja, ergebnistechnisch ja. Ich glaube, das Spiel war ziemlich wild in Duisburg bei dem 6-1. Also nach 3-0 Führung, glaube ich, haben wir dem Gegner sehr, sehr viele Torchancen gestattet. Also wenn man sich da nur daran erinnert, ich glaube, Thorsten Kirschbaum hat da ein Megaspiel gemacht an dem Tag und hat am Ende dann auch dafür gesorgt, dass 6-1 ausgegangen ist. Und natürlich, sicherlich, was in Erinnerung bleibt, sind natürlich auch die drei Tore von Michael Ischak. Mhm. 6-1 damals hat man gedacht, Duisburg, gut, Aufsteiger geht wieder runter. Wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, haben wir alle drei Aufsteiger im Aufstiegskampf. Gibt es dafür eine Erklärung? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, also, was man bei, also wenn jetzt mal auf die drei Aufsteiger mal grundsätzlich geht, ich glaube, Kiel und Duisburg waren einfach in der dritten Liga eine bestimmende Mannschaft. Sie haben ihren eigenen Ballbesitz da dort super regeln müssen. Diese ganzen Momente dieses Spiels und diese ganzen Spielphasen nehmen sie eigentlich auch in die zweite Liga mit und wissen, wie das geht, letztendlich auch Tore zu schießen und haben natürlich auch ein großes Selbstbewusstsein am Ende auch in die Liga mit reingebracht. Bei Regensburg ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Sagen wir, die sich jetzt über andere Art von Fußball definieren, als das vielleicht jetzt im letzten Jahr der Fall war, weil sie aufgestiegen sind. Sagen wir, sie spielen einfach ein brutales Pressing, sind geschlossen als Mannschaft. Da läuft jeder für den anderen, läuft wahrscheinlich auch ein paar Meter mehr, als das vielleicht üblich ist. Und das ist denen ihr Erfolgsgeheimnis. Und wenn man jetzt Duisburg dann nochmal im Speziell nimmt, also unseren nächsten Gegner, ich glaube, nach dem 6-1 gegen uns, haben wir danach auch mit denen nochmal gesprochen, da ist schon ein bisschen die Angst umgegangen, dass vielleicht das Ding jetzt so in die hintere Region reinkippt. Aber da sieht man auch, was sich, wenn man Ruhe behält, wenn man geduldig ist, wenn man seinen Dingen etwas auch unbeeindruckt festhält, was das am Ende dann auch zu führen kann. Und das sieht man jetzt bei Duisburg ganz klar. Also die haben, glaube ich, im Management und im Trainerbereich einfach zwei starke Konstanten, die unaufgeregt ihren Job nachgehen, die der Mannschaft eine Handschrift verleihen, die den Kader auch über Jahre wachsen ließen. Und das ist ja das am Ende, das wir auch versuchen irgendwo zu erreichen. Eine Kontinuität zu erreichen, eine Kaderqualität irgendwo zu generieren, die für Monat stärker wird. Wir sicherlich vielleicht gefühlt auf einem anderen Niveau ein Stück weit auch. Aber das sieht man dann in Duisburg, dass die Dinge dann auch zu was Gutem führen. Und sie haben einfach auch ein super Publikum. Also wer sich an die 6-1 so gut erinnern kann, die sind danach von ihren Fans mit Applaus verabschiedet worden. Nach einer 6-1 Heimniederlage. Waren wir vorher im Pokal schon, die ihnen den Chaos bereitet haben. Ich denke, das sagt so viel aus über den Verein. Und von dem her, wie gesagt, wissen wir, dass das für uns Bockel hart wird am Wochenende. Weil, wie gesagt, da kommt eine Mannschaft, die ähnlich wie wir einfach auch konstant gut punktet. Schon lange gefühlt kein Spiel mehr verloren haben. Natürlich auch mit ihren 4-4-2 so jetzt mal auch wissen, wie sie Tore erzielen können. Und jetzt auch in den letzten Wochen in jedem Spiel eigentlich immer geknipst haben mit mindestens 2 Toren. Von dem her habe ich gesagt, muss unsere Defensive natürlich super stark sein. Aber wir müssen natürlich auch, so wie es jetzt im St. Pauli war, unseren eigenen Ballbesitz einfach gute Lösungen finden, ruhig bleiben, unser eigenes Spiel am Ende durchdrücken. Und das wird ganz, ganz wichtig sein für Sonntag. Jetzt hat sich Michael Ischak am Montag verletzt. Wir haben jetzt eine Woche Zeit gehabt zu üben, wie wir ihn ersetzen. Ja, also das Hanno Behrens hat das, glaube ich, also wir sind ja zu Unrecht unser Kapitän, hat das schon also in die richtige Gefühlslage schon reingebracht. Natürlich ist jeder Ausfall, egal ob der eine Woche ist, wie Sali jetzt mit 2 Wochen Rotsperre oder mit einem, der wie Kerk, der jetzt fast gefühlt eine Saison ausfallen wird, ist es herb. Das wünscht man sich nicht. Das war auch nicht unsere Idee, dass sie Michael verletzt, aber das gehört halt leider zum Profisport dazu, dass du mal eine ungegebene Bewegung machst. Und am Ende sind wir froh, dass es nur 8 Wochen vielleicht in Roundabout ist, sondern dass es jetzt nicht ein Kreuzbandriss oder sowas ist, weil die Verletzungssystematik am Ende doch schon ein Stück weit auf den Kreuzbandriss hingezielt hat. Und für ihn ist natürlich auch bitter,
sagen wir, der Junge hat einen guten Lauf gehabt da. Hat einfach eine riesige Position bei uns in der Mannschaft da eingenommen mittlerweile. Aber ich erinnere einmal wieder dran, wir hätten da im Sommer dran gedacht. Also im Mai war das ein miserabler Fehleinkauf. Und dann sind wir ja froh, wenn wir auf dem Niveau dann jammern dürfen, dass es jetzt halt gefühlt der Fan so sieht, ohne Ishak können wir jetzt gar nicht mehr spielen. Es ist eine nicht richtig gewesen und das andere ist auch nicht richtig. Es war für uns im Mai kein Fehleinkauf, wir wussten seine Qualität, auch im Mai, im März, April wussten wir, was das, seit ich da bin, wusste ich, was das für ein Riesenspieler ist. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass eine Mannschaft nicht aus 11 Spielern besteht, sondern wir haben einen qualitativ guten Kader und am Ende müssen wir jetzt auch, es ist die Chance für einen anderen, das hat Hanno richtig gut dargestellt und jetzt geht es zum Systematik zu finden, und das Ding auch wieder in den Fluss zu bringen, unser Spiel, und ein bisschen anzupassen für den Spieler, den wir dann dafür einsetzen, dass es für den auch dann eher gut funktionieren kann, seine Qualität einbringen kann. Aber ich bin da nicht bange, weil ich glaube, wer so zwar in St. Pauli zugeschaut hat, wir haben einfach ein mega starkes Kollektiv. Uns zeichnet, glaube ich, unsere Art vom Fußballspielen zeichnet uns aus. Wir sind unberechenbar, wir sind aber nicht auf einen Spieler abgestimmt. Also es ist der eine Spieler, der macht den Unterschied bei uns aus. Und von dem her bin ich guter Dinge, dass auch ein neuer Spieler, der sich da einfügen wird, auch diese Rolle zwar nicht 1:1 von Ishak übernehmen kann, das kann niemand, sondern der wird seine eigene Qualität einbringen und mit seiner eigenen Qualität wird er unser Spiel wieder gut tun. Und wie gesagt, von dem her sehe ich das so da unaufgeregt. Für Mika tut es mir persönlich leid. Weil ich weiß, welche Anstrengungen er unternommen hat, dass er in diese Form kommt, dass er Woche für Woche so eine Leistung abliefern kann. Und dann ist es immer dann richtig hart, wenn ein Spieler dann auf der Blitsche liegt bei uns und eine Schiene dran und muss tatenlos zusehen, wie die Mannschaft jetzt am Sonntag ins Stadion einläuft. Aber wir sind ein verschworener Haufen. Die Mannschaft regelt das am Ende schon. Bin guter Dinge. Wie gesagt, mit Duisburg haben wir sicherlich jetzt eine herausfordernde Aufgabe vor uns. Es empfängt der Zweite den Tapper im Vierten. Ich glaube, recht viel mehr Spitzenspiel gibt es nicht. Höchstens der Erste gegen den Zweiten noch, der Erste gegen den Dritten noch, der Erste gegen den Vierten noch. Und der Zweite gegen den Dritten, dann sind wir arithmetisch am Ende. Von dem her, wie gesagt, müssen wir da schauen, dass wir uns einer starken Duisburger Mannschaft erwehren am Wochenende, am Sonntag. Und da werden wir alles brauchen. Wie gesagt, der Franke sieht es wie immer etwas differenzierter, wenn wir es mal so ausdrücken. Manche andere würden sogar behaupten, er sieht es negativer. Schon in der Wahrnehmung, dass der Ausfall von Ishak so ist, dass wir in St. Pauli, warum auch immer, nur 0:0 gespielt haben. Also ist eigentlich eine Riesensauerei, dass wir von St. Pauli heimfahren mit nur einem Unentschieden, haben 0:0 gespielt da oben, sind seit 9 Spielen ungeschlagen und erlauben uns da oben doch tatsächlich ein 0:0. Also ist eigentlich unvorstellbar. Und wer im Sommer eigentlich geglaubt hat, dass wir nur Zweiter sind, eigentlich auch unvorstellbar. Sag mal, das ist relativiert für uns immer hier im Innenleben die Dinge. Der Fan sieht es ein bisschen anders. Erstaunlicherweise, obwohl der Fan jetzt eigentlich die Dinge, dann wir sind Zweiter, ist die Zuschauerzahl ja auch riesig. Also wir spielen vor einem riesen Zuschauerpublikum mit 23.500. Das ist ja auch mega für das, dass wir Zweiter sind. Da sieht man, dass wir trotzdem auch nicht bloß auf dem Fußballplatz uns entwickeln müssen zu einer richtig starken Mannschaft. Da arbeiten wir seit Monaten mit einer hohen Vehemenz und mit der Akribie, sind uns aber auch im Klaren, dass sich der Verein auch noch entwickeln muss. Und da kann ich nur erinnern, Ron, also ich glaube, andere Traditionsvereine, und der Verein bezeichnet sich ja sowas, Traditionsvereine zeichnen sich ja, glaube ich, auch immer mit einem riesen Fan-Unterstützung aus. Ich weiß nicht, was letztes Jahr in Stuttgart, das ist ein Traditionsverein, wie viele Zuschauer die 12 Spieltage Verschluss gehabt haben, wenn sie im Aufstiegsrennen klar vorne sind. Ich weiß nicht, was vor 3-4 Jahren in der 1. FC Köln ein Traditionsverein, wie viele Zuschauer da im Stadion waren. Ich glaube, da waren 40.000, 50.000 im Stadion. Und bei uns kommen 23.500. Und wenn ich anschaue, wie unsere Mitgliederaktion läuft, so ein Traditionsverein zeichnet sich, glaube ich, durch ein hohes Mitgliederaufkommen und durch ein Mitgliedervolumen ab. Also ich habe jetzt leider meine Karte nicht dabei, ich habe eine. Aber wenn wir dann reden, wir haben 55.000 Leute, die im Fanclubs bei uns organisiert sind, dann haben wir am Ende aber nur 18.000 Leute, die Mitglied sind im Verein. Und wir sagen, auch da ist Luft, so wie wir in unserem Spiel Luft haben,
und vehement daran arbeiten, gibt es an anderen Stellen im Verein auch noch Luft. Und ich bin mir aber sicher, und da bin ich wieder beim Franken, dass der das schon, das passt dann schon, aber er wird die Dinge dann schon richtig regeln und ich hoffe, dass sie da auch zukünftig auch noch ein paar Dinge steigern werden. Vielen Dank dafür. Jetzt ist Luft für eure Fragen. Hans Böller. Kölner Eduard Löwen kann ja alles spielen. Stimmt es, dass er in gemeinsamen U21-Zeiten von euch beiden auch mal Mittelstürmer gespielt hat? Ja, mehrere Male. Recht erfolgreich. Auch gegen damalige Konkurrenten aus den anderen Staffeln. Hat er da ein paar Tore geschossen. Hamburg, glaube ich, hat ihnen zwei reingeschenkt, wenn ich mich so richtig erinnere. Edu kann alles spielen. Also wir sind froh, dass wir ihn haben. Schauen wir mal, wo er am Wochenende aufläuft. Andi Lindner. Hat sich Lukas Mühl jetzt festgespielt oder wird es nach wie vor immer ein heißer, offener Kampf mit Georg Margreiter um die Position? Ja, also mal, uns freut es, dass Lukas so stark spielt. Also das ist mal das eine. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir mit Georg Margreiter natürlich einen bombenstarken Innenverteidiger in der Hinterhand haben, der auf seinen Einsatz brennt. Und umso besser ist, dass wir am Wochenende auf der Position die Qual der Wahl haben. Und das wird sicherlich über die Saison hinweg ein großes Faustpfand sein, dass wir nicht bloß auf zwei starke Innenverteidiger zurückgreifen können, sondern haben einen dritten Innenverteidiger, der am Ende das genauso spielen kann mit Löwen im vierten. Also wie gesagt, wir sind auf der Position einfach mächtig besetzt jetzt auch. Und wir werden immer wieder schauen, wer trainiert in der Woche gut, was wird am Wochenende letztendlich auch gefordert werden für unsere Abwehr, welche Themen kommen auf uns zu. Das ist sowohl in der Defensive, aber auch in der Offensive. Und dann werden wir uns dann Gott sei Dank immer für den Richtigen entscheiden können, weil natürlich Lukas Mühl und Georg Margreiter unterschiedlich sind, genauso wie Everton und Löwen unterschiedlich sind, werden wir da sicherlich auch den richtigen Mechanismus finden. Super ist natürlich, dass unsere Defensive aktuell stabil spielt, keine Frage. Wir haben jetzt halt, zweimal zu null gespielt in den letzten drei Spielen, haben gegen Aue ein unglückliches Tor relativ am Schluss kassiert. Das hat gegen Regensburg nicht so gut ausgesehen, wenn wir uns an das erste Spiel im 2018 erinnern. Von dem her sieht man, dass wir einfach auch die Dinge wieder gut hinbringen. Und jetzt geht es darum, dass wir gegen Duisburg auf jeden Fall zu null spielen zu Hause. Das wird mal ganz wichtig sein und hoffen, dass wir da vorne schon mal eins reindrücken können. Johannes Ohr. Frage der Woche nach dem Ausfall von Michael Ischak. Wie weit ist denn Adam Srelak? Wäre schon eine Option fürs Wochenende gegen Duisburg? Ja, also, wir basteln fleißig dran. Natürlich ist auch unabhängig, jetzt, ob Ischak jetzt spielen kann oder nicht, ist es natürlich auch so, dass wir schauen, dass wir jeden Spieler in eine gute Form bringen. Bei Adam ist halt leider, sagen wir, er war jetzt im Herbst halt einfach lang verletzt und dann hoffst du darauf, dass er irgendwann wieder in Matchpraxis reinkommt. Das ist natürlich die Vorbereitung, auch wenn sie ganz kurz ist, und das war das Problem, dass er einfach in keinen dieser Vorbereitungsspiele mitwirken konnte. Und jetzt ihn reinzuschmeißen, ohne vollkommene Matchpraxis, denke ich, ist schwierig, zwar nicht unmöglich, aber wir müssen mal sehen, am Ende, was wir für unser Spiel brauchen. Fakt ist, Adam ist hoch engagiert, das ist immer die Grundvoraussetzung, dass einer schaut, dass er wieder in die Spur kommt, auch nach seiner Verletzung, trainiert hat. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, auch sehen, dass wir ihn in eine gute Form bringen, und das ist natürlich außerhalb von Testspielen oder von Matchpraxis schwierig. Wie gesagt, und ich glaube, wir sind auch nicht in der Grundsätze einmal, auch wenn das der eine oder andere fordert, ja, auf anderen Positionen, dass wir da mal was probieren und da mal was probieren. Ich glaube, unsere Stärke ist eine gewisse Kontinuität in unserer Mannschaft. Und wie gesagt, wird sich zeigen, Fakt ist, Srelak ist nicht Ischak, Srelak ist nicht Mintal, egal was für Vergleiche mehr herangezogen, Srelak ist Srelak. Der hat einen riesen Schuss, der hat einen riesen Abschluss. Ist ein ungezähmter Stürmer vorne, der wild ist, der rein will auch, und wird sicherlich auch für uns in der Saison, da bin ich mir sicher, extrem wichtig werden. Nochmal der Kollege Ohr. Anschlussfrage, Sie haben gerade die Kontinuität angesprochen, kann man davon ausgehen, dass Sie dann bei zwei Stürmern bleiben, wenn Ischak jetzt ausfällt? Ja, das weiß ich noch nicht, ob wir mit zwei, drei Stürmern oder mit einer Spitze spielen. Vielleicht lassen wir die Stürmer mal weg und spielen mit falschen Neunen. Das haben wir auch schon alles mal praktiziert. Ich glaube, das ist das Gute daran, dass die Mannschaft auch mittlerweile, ich sag mal, in St. Pauli hat mir das richtig gut gefallen, dass die Mannschaft versteht, unser Spiel letztendlich voranzubringen. Auch wenn der eine oder andere sich dann wieder beschwert, der hat zu null kein Tor geschossen. Aber ich denke, so eine Spieldominanz zu entwickeln, da brauchst du Monate dafür.
Und da bin ich wieder bei meinem Vergleich des Franken. Der Franke möchte heute ein wunderschönes Haus bauen und wundert sich, nachdem gerade der Grundstein gelegt ist, dass er noch reinzieht. Und es ist nicht der Couch schön und es ist schon warm mit dem Haus. Und genauso ist Fußball auch. Fußball ist ein Entwicklungssportart. Wir entwickeln aktuell eine Mannschaft. Und wenn wir entwickeln, dann geht es Step by Step. Und wer vor einem Dreivierteljahr oder vor einem Jahr gedacht hätte, wir schaffen 70% Ballbesitz auswärts auf einem relativ schlechten Fußballplatz mit einer 85%igen Passquote, der hätte mir irgendwo in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Und der hat gesagt, der ist ja nicht ganz dicht, was läuft hier am Abend, damit der am nächsten Tag so Mist jetzt halt hier. Und das ist, dass dann natürlich dann, das nicht das Ende ist, das ist doch klar, wir müssen doch aber einmal einen Spielrhythmus hinbringen, ein Spielkonzept auf den Platz bringen. Das war am Anfang ja jeder so auch stark kritisiert hat, das war nach Fußball aussieht. Da war die Dominanz existiert, da war das Gefühl, dass die Mannschaft ist der bestimmende Faktor und der Gegner ist der nicht bestimmende Faktor. Und jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wenn du einfach weniger Spielraum zur Verfügung hast, und St. Pauli hat uns halt einfach wenig Spielraum in der gegnerischen Hälfte gegeben, dass es dann halt auch schwierig ist und spielst du halt 5 gegen 2 im Training in 10 auf 10 Meter, dann ist es relativ einfach, dann schafft es jeder. Aber nimmst du der Mannschaft einen Meter weg, dann schaut das Spiel auf einmal komplett anders aus. Und auf einmal denkst du, hey, das sind 3 Mal mehr, warum funktioniert das Spiel auf einmal nicht mehr? Und das ist das, was uns aktuell erlebt, dass die Spielräume immer kleiner werden und wir müssen in den kleinen Spielräumen einfach auch das schaffen, Dynamik reinzubringen, eine gute taktisch-technische Lösung zu finden. Da schrauben wir jeden Tag dran. Und da sieht man auch den Unterschied, wenn wir die Spieler, die bei uns jetzt schon lange dabei sind, wie gut die das beherrschen. Und deswegen, wie gesagt, gibt es keine Zeit für Experimente, sondern das Training entwickelt unsere Spieler und die Spieler müssen am Wochenende das Training auf den Platz bringen. Und von dem her, wie gesagt, muss man hinschauen, am Ende, ob es mal sinnvoll ist, die Räume, die uns der Gegner trotzdem gibt, irgendwo, auch wenn sie kleiner werden, aber es gibt sie schon, wir suchen die schon immer fleißig. Braucht man da mal 2 Spitzen, brauchen wir da 1 Spitze, brauchen wir 3 Spitzen, welchen Spielertyp? Und wir haben jetzt halt mit Palacios, mit Werner, den wir in der Saison dazu bekommen haben, und mit Srelak, der in der Vorbereitung dazu gekommen ist, unterschiedliche Arten von Spielern, die genau für diese Dinge einfach prädestiniert sind. Für unterschiedliche Räume, unterschiedliche Spieler. Und wir haben Stefaniak nur dahinter. Also wie gesagt, wir haben uns da gut aufgestellt. Und Garcia ist sicherlich auch eine gute Lösung. Von dem her, wenn wir schauen, was da am Wochenende notwendig ist, wie gesagt, wir haben noch heute und morgen nochmal Training und dann schauen wir, dass wir gut aufgestellt sind. Wir wissen auf jeden Fall, dass Duisburg sich auch super entwickelt hat. Und das macht es dann im Fußball immer schwierig, dass nicht nur wir trainiert haben, sondern der Gegner hat logischerweise auch trainiert. Und jetzt im Falle Duisburg, die ihre Dinge auch relativ gut hinbekommen haben. Und deswegen freuen wir uns, weil das sind Spiele, die dich auch am Ende herausfordern, dass du schaust, wie kannst du das wieder hinbekommen, kannst du dein Spiel durchdrücken, kannst du dein Spiel dem Gegner irgendwie auferlegen, ohne dass du dann irgendwie zu sehr Harakiri spürst, irgendwie zu sehr ins offene Messer läufst oder den Gegner zu viele Räume gibst, weil du auf einmal ein Stück weit zu über-ehrgeizig bist oder dich nicht hundertprozentig an die Marschroute hältst. Und das wird wichtig sein und die Spieler, wie gesagt, sind da aufmerksam bei uns und deswegen, wie gesagt, warten wir mal ab, was der Sonntag uns bringt. Jetzt gibt es Raum für Hans Böller. Auch nochmal Anschlussfrage, würden Sie den Adam Srelak am ehesten jetzt abzüglich Erfahrung, Spielpraxis und jetzt auch nicht aufs Wochenende bezogen, aber am ehesten als 1:1 Ersatz für den Michael Ischak sehen? Nein, das wird er nicht werden. Also das ist eine ganz andere Art von Spieler. Wir haben keinen, der Ischak liegt auf der Liege ein paar Wochen, deswegen haben wir keinen Ischak, deswegen müssen wir uns über andere Dinge Gedanken machen. Und wir haben andere Optionen vorne und wie gesagt, von dem her, Adam ist eher eine andere Art von Spieler, wie gesagt, mit seinem linken Fuß auch und da müssen wir schauen, wie gesagt, wo wir den letztendlich einbringen. Aber wie gesagt, nochmal, der wird extrem wichtig, auch wenn Ischak sich nie verletzt hätte, wird Srelak immer für uns ein wichtiger Spieler nur werden. Leider konnte er es in der Vorrunde nicht zeigen, das tut mir für ihn persönlich auch leid, dass er sich dann nochmal am Fuß verletzt hat und dann trainieren wir ein paar Tage in Spanien und dann verletzt er sich gleich nochmal am Oberschenkel. Zwar nicht wild, aber es hat am Ende ein paar Tage aus dem Training rausgenommen. Und das holt er jetzt aktuell auf und dann wird er auch relativ frühzeitig wieder bei uns in der Mannschaft im Kader eine gewichtige Rolle spielen. Philipp Waldmann. Vielleicht noch eine Frage zur Zuschauerzahl und zu den Erwartungen. Fühlen Sie sich dann zu wenig gewertschätzt oder fehlt die Wertschätzung dann für die Arbeit und für die Arbeit vom Team? Das macht Sie ja schon sehr sauer, sage ich jetzt mal.
Ja, sauer nicht. Sagen wir, das ist ja der Wesenszug hier. Ich kann die Leute hier nicht verändern. Gestern hat es geschneit nachmittags, heute soll die Sonne rauskommen, das kann ich nicht beeinflussen. Wir können nur eins dafür sorgen, wir können einen attraktiven Fußball bieten. Das, was uns vorher hier ein bisschen um die Ohren geflogen ist, attraktiven Fußball zu spielen, das, was nach Fußball aussieht. Ich denke, wer unsere Mannschaft sieht, der sieht es. Wir sind die stärkste Offensive in der Liga. Ich weiß nicht, wo wir dann noch, an welchen Schrauben wir noch drehen können, damit wir am Ende sagen können, und mich interessiert der blöde Tabellenplatz 1 oder 2 dann am Ende nicht, weil das irgendwo am Makulatur während der Saison ist. So, am Ende geht es ja darum, welche Dinge bringst du auf den Platz. Klagen wir mit 23.500 in einem Heimspiel, vielleicht weil in Faschingsferien sind manche der ein oder andere beim Skifahren unterwegs, keine Ahnung, klagen wir auf einem hohen Niveau, weil schauen wir in der Liga drumherum bei uns. Das sind manche mit 7.000 oder 8.000 schon glücklich und klopfen sich auf die Oberschenkel. Und da musst du hier nicht weit fahren, wo das ist. Ist es halt einmal so. Auf der anderen Seite wundert mich das immer. Man redet immer so in unterschiedlichen Fällen, ob das jetzt das Thema Ausgliederung betrifft, ob das Thema Fansupport betrifft, egal was, redet man immer, welche Wucht dieser Verein hat. Und ich freue mich, dass das irgendwann einmal diese Wucht ich einmal sehen kann. Wir versuchen, und das ist ja das, was mich beeinflusst und betrifft, ich versuche diese Wucht auf den Platz zu bringen. Und wir haben die Wucht auf dem Platz. Also wenn wir kommen, dann wissen die gegnerische Mannschaft, der Club ist da. Und das erwarte ich aber auch irgendwann einmal, hoffe, dass es im Stadion sich einmal auswirkt. Sicherlich im Derby wird die eine oder andere kommen. Mich freut es, wenn wir in St. Pauli 2.700 Fans haben. Wenn du das Gefühl hast, wenn du ins Stadion rausgehst und die St. Paulianer sind ein freundliches Volk, die spielen unsere eigene Hymne noch vorm Spiel, dass sie da uns noch mehr unsere Zuschauer pushen und mich und die Mannschaft. Und dass das so da auswärts, da gibt es wenig Vereine, die über so einen Support verfügen. Aber im eigenen Stadion, weiß ich nicht, ob die fränkische Skepsis, dass man sagt, man muss ja vielleicht 50 super Spiele liefern, damit im 51. Spiel der eine oder andere mal aus seiner Hütte rauskommt. Sonntag wird das Wetter schön. Also weiß ich nicht, Sonne soll scheinen. Wir können leider keine 35 Grad ins Stadion rein projizieren, aber wahrscheinlich wird es dann auch wieder schlecht sein, weil dann wird das Freibad offen sein und dann wird alle ins Freibad rennen. Also von dem her weiß ich nicht. Ich kann nur die Dinge beeinflussen, die ich kann und die Mannschaft kann. Und ich würde mich irgendwann einmal, wird es schon kommen, dass die Mannschaft da dann das zurückbekommt, das sie aktuell, glaube ich, Woche für Woche abliefert. Eine Mannschaft, die einen starken Fußball spielt, eine Mannschaft, die eine hohe Identifikation für Fans und für den Verein darstellt und eine Mannschaft, die Woche für Woche Vollgas gibt. Hier am Pfalzner Weiher, in jedem Training, da gibt es nicht ein Training, wo nicht locker lassen. Genauso, da muss man fast mal bremsen, muss viele Einheiten mit Schienbein schon drin lassen, sonst hätte die halbe Mannschaft draußen rausgeprügelt, sich gegenseitig. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, was sie im Stadion Woche für Woche abliefern. Dass es ihnen wieder mal nicht klappt, das ist in der Sache geschuldet, dass leider der Fußball immer einen Gegner auf den Platz bringt. Und der macht seine Dinge hin und wieder gut. Und das oder besser wie wir oder gleich gut. Und dadurch hast du kein Ergebnis. Was den Außenstehenden, wenn er nur die Tabelle anschaut, jetzt haben sie nur 0 gespielt. Ja, mei. Sondern wir sind froh, so wie die Dinge aktuell laufen. Und ich kann immer nur erinnern, wer hätte im April, Mai, Juni, Juli an das jetzt hier sich so ausmalen können. Ein paar Optimisten, ein paar kühne Optimisten. Aber das fränkische Volk ist ja eher pessimistisch oder vielleicht objektiv, vielleicht auf dem Boden der Tatsachen. Und von dem her glaube ich, dass die keinesmals sowas erwartet hätten. Und wie gesagt, und ich bin mir aber sicher, dass dann der eine oder andere ein paar Tage länger braucht. Und dann wird er auch fleißig das Stadion wieder besuchen. Das ist ja leider eine Krux, das ist ja halt sehr groß. Und dann schaut es halt immer ein bisschen blöd aus, wenn da nur 25.000 dann hocken. Hätten wir ein Stadion mit 23.000, hätten wir ausverkauft. Und 500 Leute müssen wir wieder heimschicken. Müssen sagen, mei, such dir eine Bar, wo Sky kommt, da kannst du es anschauen. Aber hier haben wir halt leider 50.000 im Stadion. Also, aber mein Anspruch ist, dass wir den bestmöglichen Fußball spielen. Und genauso ist mein Anspruch, wenn wir ein Stadion haben mit 50.000, dann will ich 50.000 im Stadion haben. Und nicht 40, nicht 30, sondern 50.000 im Stadion. Das ist mein Anspruch. Das ist leider halt ein ganz saublöder Wesenszug von mir. Da müssen die Leute leider damit klarkommen. Aber wie gesagt, ich bin mir sicher, das fränkische Volk ist jetzt halt in den Faschingsnachwehen hoffentlich dann irgendwann einmal wieder kuriert. Und dann wieder heiß auf Max-Morlock-Stadion. Und da bin ich mir sicher, dass das zum nächsten Heimspiel sowieso,
wenn das Derby kommt. Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar Restkarten, aber nicht mehr viele, dass sie dann reingehen und dass wir da ausverkauft haben. Und dann die nächsten Spiele werden dann eher ein Selbstläufer, hoffentlich. Gut, dann gehe ich davon aus, dass noch eine Frage von Hans Böller kommt. Zu der Mitgliederaktion? Ich glaube, es stimmt, dass das letzte ausverkaufte Heimspiel das Relegationsrückspiel 2016 hier war. Das ist aber jetzt nicht die ganz große Sehnsucht, oder? Nö, ich denke, dass wir es vorher schon schaffen können. Es wäre ein Wunsch. Sag mal, es ist ja immer die Frage, was gibst du am Ende her? Und ich glaube, wir geben momentan ganz, ganz viel. Und ich glaube, die Leute, so auch die Resonanz, wenn man irgendwo hinkommt, ist auch super positiv. Die Leute freuen sich mit dem Club, die Leute sind mit dem Club irgendwo vereint, ist egal, wo ich hingehe. Man merkt es sogar, es wundern sich Leute, dass ich neben meiner Frau nur einen Straßenanzug anziehe und keinen Smoking trage. Also, dass die Leute sich die Gedanken machen, wirklich, was ich anziehe. Also, ich habe vor 25 Jahren das letzte Mal eine Krawatte getragen. Vor 25 Jahren. Als ziehe eine Krawatte an auf irgendeinem Ball. Was war der Anlass vor 25? Ja, bei der Bundeswehr musste sie anziehen. Da wäre ich erschossen worden wahrscheinlich, wenn ich die Krawatte bei unserem Empfang nicht dran gehabt hätte. Also, ziehe einmal eine Krawatte nach 25 Jahren, weil meine Frau mich bekniet hat, du kannst auf diesen Ball nicht ohne Krawatte gehen. Jetzt komme ich schon so weit runter. Und dann ist es noch verkehrt, weil ich keine Fliege und keinen Smoking trage. Also ich ein Smoking. Also bei aller Liebe, ich ziehe einen Trainingsanzug an, eine Jeanshose oder eine normale Stoffhose. Und dann wird das ein mediales Thema. Also wenn der Verein so eine große Wucht hat irgendwo, in den Medien, den Trainer, sein Abendkostüm. Und meine Frau hat ein ganz tolles Abendkleid gehabt. Es hat aber keiner bemerkt, dass ich extra die Krawatte in den Farben des Abendkleides meiner Frau getragen habe. Das hat keiner bemerkt. Aber er hat nur einen billigen Straßenanzug angehabt. Der wäre wahrscheinlich teurer gewesen wie ein Smoking. Und das sich damit die Leute beschäftigen, dann würde man manchmal wünschen, sich den Fokus auf das Fußballspiel zu legen. Und wir gehen da unten ins Stadion rein, treffen uns im Max-Morlock-Stadion. Das ist meine Arbeit. Da bin ich eigentlich in erster Linie mal zuständig, dass das im Stadion funktioniert, dass meine Spieler in die Gänge sind und dass wir ein gutes Spiel abliefern. Aber da bin ich mir sicher, wie gesagt, das wird dann schon noch so kommen. Und genauso werden sich die Leute, auch ein paar Vereinzelte, werden sich immer mit meinen, dass ich Handy in den Taschen habe, dass ich keinen Smoking trage, dass ich vielleicht dann so bin, wie jeder andere auch ist. Ich habe noch nie ein Smoking besessen und ich brauche den auch nicht für meine Lebensqualität. Und dass das alles so läuft. Aber wie gesagt, da werden sich ein paar Einzelne wieder darüber äußern. Wichtig ist, glaube ich, trotzdem, dass wir am Sonntag gewinnen und dass wir ein gutes Spiel abliefern, dass wir den starken Aufsteiger MSV Duisburg mit Kampf und hoffentlich auch mit viel Spielklasse, mit viel Spielqualität am Ende besiegen können. Das wird ganz, ganz wichtig sein. Und da, wie gesagt, da brauchen wir jeden Zuschauer, brauchen wir vor allen Dingen, das kann ich ja wieder sagen, geduldige Zuschauer, die dann auch so, wie das jetzt auch in St. Pauli war, dass die Leute uns einfach auswärts immer vehement nach vorne pushen. Da hast du einfach, da kriegst du so viel Kraft von der Tribüne runter. Und ich hoffe, dass wir das auch zu Hause auch erleben können, wieder gegen Duisburg. Gegen Aue haben wir, glaube ich, hinten raus ein riesiges Spektakel geliefert. Und die Leute sind alle glückselig nach Hause gegangen, mit der Legende lebt noch aus dem Stadion verabschiedet worden. Ich hoffe, dass wir das am Sonntag wieder erleben können. Da hoffe ich mit, hoffe auf viele Zuschauer. Vielleicht folgt ja der ein oder andere dem Aufruf unseres Trainers. Es gibt auch in dieser Ballsaison noch zwei, drei Veranstaltungen, wo es vielleicht eine Möglichkeit gibt, mit einem Smoking zu kommen. Aber jetzt spielen wir erstmal Fußball. Nein. Bis Sonntag. Ohne Smoking. Dankeschön. Servus.